Verbraucherverband für strengere Regeln bei In-Game-Währungen. In vielen Spielen schlummern versteckte Kostenfallen, die den Spielspaß durch In-Game-Währungen trüben. Der Europäische Verbraucherverband fordert strengere Regeln für digitale Währungen in Videospielen und hat bei der EU-Kommission Beschwerde eingereicht. Viele populäre Spiele nutzen In-Game-Währungen, was oft zu unvorhergesehenen Kosten für Verbraucher führt. Die tatsächlichen Kosten digitaler Gegenstände sind für die Verbraucher schwer erkennbar, was zu höheren Ausgaben verleiten kann. Verbraucherschützer fordern volle Transparenz über die Preise virtueller Gegenstände und gleichen Schutz wie in der realen Welt. Kinder und Jugendliche, die häufig spielen, werden besonders gefährdet, da ihnen oft das nötige Finanzwissen fehlt. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.